kleines Update. Also 24 Stunden hat er es geschafft. Aber seit anderthalb Stunden verlangt er kein Essen mehr. Also das war einmal in der Nacht. Um 7 war Schluss. Dann hat er gepennt. Dann war ich um 2 wach. Da habe ich ihn piepsen hören und was gegeben. Und dann heute früh um 7, bevor ich hoch ein bisschen schwimmen bin. Aber jetzt hätte ich eigentlich erwartet, dass er piepst, wenn man ein bisschen bewegt. Wie ihr seht, habe ich hier Mehlwürmer. Das ist ja auch interessant. Man hat mir gesagt, die kann ich ruhig in den Kühlschrank tun. Die wirken dann wie tot. Das wusste ich ja auch nicht. Die werden bewegungslos. Ne? Aber dann tut man die eine Weile aufwärmen. Und dann bewegen sie sich wieder. Allerdings ist die Idealtemperatur für die wohl 12 Grad. Und ich kann es nicht jedem recht machen. Mit dieser Lampe kriege ich, denke ich, die Temperatur für den Vogel ganz gut hin. Hier ist ein Pulver, ne? Das gibt man auch so jungen Papageien. Das wird angerührt. Ja, wenn ich wüsste, wie alt er genau ist, dann wüsste ich auch die Mischung. Aber ich war kurz beim Tierarzt und der meinte, Joghurt. Es ist aber sehr schwer zu verabreichen. Ich wollte eine andere Spritze, da hat man mich komisch angeguckt, denn man hat da so viel Druck drauf, dass wenn man vorsichtig ist, dass es oft dann so übers Gesicht spritzen, das ist natürlich dann auch nichts wegen der Bakterien. Also man kann da so viel falsch machen. Dann habe ich hier das Vogelfutter für diese Beos oder Minas da, die da draußen rummachen, diese Beo-artigen Vögel, aufgeweicht, das kann man auch machen. Und dann so Teilchen davon verfüttern. Aber wie gesagt, es gibt sehr viele unterschiedliche Berichte. Zum Beispiel, dass man überhaupt keine Mehlwürmer geben soll, meinen manche. Oder dass man die abtöten soll. Hey, was ist denn das für ein kleines Teil? Seht ihr das? Die können ja glatte Wände nicht hochgehen. Das wäre ja noch das Letzte hier. Ja, morgen will ich auf eine kurze Reise gehen. Und ich hatte schon Messer hier hingelegt, um Löcher in diesen Deckel zu bohren. Denn im Auto ist ja wahrscheinlich klimatisiert. Ich werde mir wohl ein Taxi nehmen. Wenn man Übernachtung spart, ist das manchmal gar nicht so viel teurer, wenn man irgendwo hinkommt. Und in dem Fall möchte ich mir den Ärger ersparen, öffentlichen Verkehrsmitteln, ne? Wenn es dann anfängt zu piepsen in der Schüssel. Aber ich weiß nicht, ob er so lange durchhält überhaupt. Im Moment ist da nichts. Das ist natürlich ein schlechtes Zeichen. Okay.